Ich weiß nicht, wie ich jetzt von diesen heißen Gesprächen kommen soll zum nächsten Thema. Der Winter will ja und will nicht kommen nach Österreich. Großes Problem, die Tiere können alle keinen Schlaf finden. Ja. Und auch die Hoteliers leiden unter dem Schneemangel. Und ich weiß nicht genau, wie es weitergehen soll meteorologisch. Bin deswegen aber jetzt verbunden mit einem Mann, der es wissen müsste, der ORF-Wetterfrosch Jan Matijek. Servus Jan. Ja, servus Dirk. Es ist in der Tat so, der Schneemangel treibt den Hoteliers den Angstschweiß auf die Stirn. Es ist ganz furchtbar. Man kann bei diesen Temperaturen nicht einmal mit Schneekanonen einen Schnee herstellen. Jetzt hat aber die Wissenschaft festgestellt, dass man ausgerechnet mit Angstschweiß auch Schnee herstellen kann. Bei Plusgraden bis zu plus 15, 20 Grad funktioniert das. Allerdings nur mit einem sehr hohen Energieaufwand. Dann kann man das weiße Pulver auch bei diesen Temperaturen herstellen. Der Energieaufwand, das ist nicht so das Problem. Erst kommt bekanntlich das Fressen und dann erst die Moral. Ah, wo bin ich denn da? Nein, nein, Herr Morales, nicht Sie. Die Moral kommt zuerst, ah, nicht Morales. Bin ich denn da? Okay. Ah, buenos dias, oh. Presidente. Buenos dias, buenos aires, frohe Ostern. Man hat mir gesagt, ihr liebt hier der weiße Pulver. Na sicher, wir sind eine Skination. Wir finden das Julio Iglesias. Ne? Das ist wunderbar. So eine liberale Präsidentin, er sagt, das ganze Land fährt ab auf weißes Pulver. Das ist besonders gut für mein... Das haben Sie falsch verstanden. Ja, wir sind für Legalisation. Das ist ein Missverständnis. Von Coca. Das sind wir, ja, das sind wir. Und hier hat man so viel weiße Pulver, dass man kann es sogar mit Kanonen auf die Wiese schießen. Na super. Na, hier bei uns liebt jeder den Schnee, ne? Schnee? Was meint der? Hä? Snow. Snow, den liebt jeder hier bei uns. Das können Sie ruhig twittern oder whatsappen. Ah, hier twittere ich. Snow, den liebt jeder hier bei uns. So, und auf die andere Handy machen wir WhatsApp. So, checking the tweets. What do I read here? Snow, then liebt jeder hier bei uns. What does it mean? I don't get a word. But I just understand Snowden. I guess Snowden, it's in German, I don't know. He's in Germany? Why is he in Germany? Oh my God. And why do I have such a female arm? I have no idea. Final warning to the German people. Hand over the whistleblower. Oh la la, oh la la, ouvre la porte, ouvre la porte. Wer kommt denn da? Oh, ich muss sagen, was ist los? Oh, Kindersicherung. Ah, der Franz. Angela, Angela, hast du schon gehört? Das neue ist der. Ja, ich hab gehört, du hast schon wieder eine neue, ja? Oh, no, no. Schwere Nöte. Ich hab schon wieder eine neue. No, no. Aber Obama sagt, du sollst ausliefern den Würstelblüher. Was sagt der Obama? Ich soll den Würstelblüher. Was? Was soll ich ausliefern? Ausliefern den Würstelblüher. Den Weißelblüher, was kann er denn meinen damit, den Weißelblüher, verstehe ich nicht. Den weißen Bläser ausliefern. Den weißen Bläser, im Ernst? Ich soll meinen weißen Bläser ausliefern? Sag mal, geht das nicht langsam zu weit? Erst hört er mein Telefon ab, der Obama, dann liest er meine E-Mails und jetzt will er mir auch noch an die Wäsche oder wie? Mein weißen Bläser ist doch mein liebstes Stück, das bekommt er nicht. Das ist ja noch schlimmer als der Japaner, der nach dem Staatsbesuch meinen Schlüpfer haben wollte. Also, du kannst bitte deinen Parteifreund, dem Obama, ausrichten, er möge auf dem Teppich bleiben. Der kriegt doch nicht meinen weißen Bläser einfach so. Mir nix, dir nix. Ja, soll bleiben auf Teppich, verstehe ich nicht. Auf Teppich bleiben, das sagt man hier ja, so in Deutschland. Das ergibt keinen Sinn. Hier ist ein Teppich und da bleibst du drauf. Oh lala, jetzt verstehe ich. Maschek, meine Damen und Herren. Maschek. Sehr lustig. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, da brandet. Jubel auf. Applaus auf.